Es ist eines der zentralen Projekte, die wir haben. Düsseldorf zählt zu den Top 10 Bahnhöfen der Deutschen Bahn in Deutschland. Wir haben hier täglich 250.000 Besucher und wir wollen diesen Bahnhof wirklich zu einer Perle ausbauen. Der Düsseldorfer Vorplatz am Hauptbahnhof ist wirklich veränderungsbedürftig. Wir wollen hier Funktionalität auf der einen Seite und Verweildauermöglichkeit auf der anderen Seite miteinander verbinden. Das Ganze soll eingebunden sein in eine Neuplanung des Innenlebens des Bahnhofs, wo wir neue Serviceeinrichtungen vorsehen werden, wo die Bundespolizei einen zentralen Platz der Unterbringung bekommen wird. Und wir wollen ein Hochhaus bauen, um bahnnahe Arbeitsplätze im Bürobereich zu schaffen. Der Platz, die Gegend rings um den Hauptbahnhof ist das Erste, das jemand wahrnimmt, der in Düsseldorf ankommt. Sehr, sehr viele Menschen kommen jeden Tag mit der Bahn an und von daher ist es wichtig, dass der Bahnhofsvorplatz, das ganze Areal attraktiv gestaltet ist. Bisher war es nicht so. Ich glaube, mit dem neuen Bahnhofsvorplatz, dem neuen Empfangsgebäude, dem Hochhaus, aber auch dem, was sich im weiteren Umkreis tut. Sie kennen alle das Projekt Kap 1, die neue Zentralbibliothek, was ja auch ein großes kulturelles Zentrum werden wird. Hinterm Bahnhof das Grand Central, das größte urbane neue Wohngebiet, das dort entstehen wird. Dann an der Harcourtstraße, wo früher die Autoverladestation war, da entstehen ebenfalls drei, finde ich auch städtebaulich interessante Hotels. Also da tut sich vieles und ich glaube, jetzt haben wir eine konkrete Perspektive, dass die Sache jetzt auch wirklich Gestalt annimmt.